Und Russland als osteuropäisches Nachbar Deutschlands zum Beispiel, ja, eigentlich sehr nah und gleichzeitig so unsäglich fern, Ja. weil jedes Gegenstand, also jedes Ding eine ganz andere Bedeutung dort hat. Das ist wie eine verkehrte Welt. Eigentlich ist Russland sowas wie ein europäisches Australien. Also ein Ort, wo alle Menschen mit dem Kopf nach unten laufen. Ich begrüße heute ganz recht herzlich den Schriftsteller Wladimir Kaminer in meiner Sendung. Hallo und herzlich Ich willkommen. grüße zurück. Sie haben eine Serie vorgeschlagen, eine russische Serie, produziert im Jahre 1973 mit dem Namen 17 Augenblicke des Frühlings. Ich habe jetzt in meiner Recherche, als ich über diese Serie gelesen habe, gelesen, dass das eigentlich eine sehr bedeutende Serie für die russische Gesellschaft ist. Ist das richtig? Ja, das ist einer der Grundsteine des Ja. damaligen sozialen, kulturellen Lebens. Das war viel mehr als eine Serie. Das war, glaube ich, eine Art Spiegel, in dem sich die Gesellschaft wiedererkennen konnte. Können Sie mal unseren Zuschauern kurz erklären, um was es in dieser Serie geht? Das ist eine zwölfteilige Serie, soweit ich weiß. Ja, also ich möchte zuerst einiges sagen zum Thema Serien grundsätzlich. In der Sowjetunion, in meiner Heimat, Ja. waren alle Filme, die meisten Filme Serien, ohne dass man diesen Begriff Serie verwendete. Ja. Es war ganz normal, dass ein Film, der hieß dann auch Film, mehrere Abende hintereinander gezeigt wird. Die meisten Filme, die wir hatten, waren insofern Serien. Aber die wurden nicht so wie diese heutigen Serien konzipiert, wo es um eine gewisse Endlosigkeit geht, dass die Figuren sich immer weiterentwickeln und neue Figuren kommen. Also ja, diese Endlosschleife der modernen Serie war in der sowjetischen Serie nicht vorhanden. Jetzt nun zu diesem Film 17 Augenblicke im Frühling. Ja. Also jede Gesellschaft braucht natürlich einen kulturellen Stoff, ja, in dem sie sich wiedererkennen kann. Ja. Das war in der Sowjetunion erschwert durch diesen positivistischen, sozialistischen Realismus, ja, der immer die Wirklichkeit etwas färbte, etwas schöner machte, als sie in Wahrheit war. Man konnte kaum etwas Kritisches äußern. Der Staat hat sich große Mühe gegeben, um die Kunst und Kultur zu kontrollieren. Deswegen brauchte man eigentlich radikale Lösungen, um etwas Selbstkritisches, etwas Realistisches dem Mensch im ersten Programm des sowjetischen Fernsehens anzubieten. Ja. Und so kam diese Serie zustande, glaube ich. Es ging bei 17 Augenblicke im Frühling Ja. ging es um ein schwieriges, sehr turbulentes, intrigenhaftes Leben in einem großen Betrieb, wo jede Abteilung
eine Unterabteilung und die noch eine Unterabteilung hatte und alle gegeneinander intrigierten und der Hauptheld, ein mittlerer Ingenieur, musste ständig zwischen diesen verschiedenen Polen lavieren, um zu überleben. Also es spielt 1945, glaube ich, spielt es, gell? Ja, der Witz bei dieser Serie ist, das waren alles Nazis. Ja, okay. Ja, jetzt ist das raus. Mhm. Also das heißt, diese Menschen trugen die ganze Serie Nazi-Uniformen. Mhm. Die Abteilungen hießen Gestapo, SS, SA, Parteigenossen, also Parteizellen der Nationalsozialistischen Partei. Ja. Es waren die berühmtesten Schauspieler des Landes, die berühmtesten sowjetischen Darsteller, die Müller, Bormann, Kaltenbrunner und anderen Nazi-Großen gespielt haben. Und die haben es natürlich sehr, sehr fein gemacht, ohne irgendwelche deutsche Eigenschaften, deutsche Tugenden parodieren zu wollen. Mhm. Sie haben ganz normale russische Leute gespielt. Nur die mit diesen Uniformen hatten sie natürlich die Möglichkeit, etwas zur Sprache zu bringen, was sonst immer unter den Teppich gekehrt wurde in der Sowjetunion. Mhm. Also der Hauptheld des Films, Obersturmbannführer Stirlitz, ist ein sowjetischer Geheimagent, ein Spion. Ein Spion, ja. Mhm. Ja, ist ein sowjetischer Spion, der geschickt wurde, der sich da in die oberen Etagen der Wehrmacht irgendwie eingearbeitet, muss ich dazu sagen, ohne eine spezielle Aufgabe. Mhm. Er hatte nicht den Auftrag, Nationalsozialismus zu zerstören oder Führer zu töten oder, ich weiß nicht, irgendwelche Kriegsgeheimnisse zu klauen. Eigentlich er sollte beobachten und seine primäre Aufgabe als Spion war Überleben. Mhm. Ja, also er kommt doch einer sozusagen, er kommt ja etwas auf die Spur, nämlich dass sozusagen ein Friedensvertrag zwischen den Westmächten und einer Nazi-Größe sozusagen zustande kommen soll. Und er soll ja herausfinden, wer das ist und wo das passiert. Das ist ja, oder? Das ist so ein bisschen die Handlung eigentlich. Ja, aber dieser Friedensvertrag, also dass die Nazis eben mit den Engländern, mit Amerikanern dann verhandeln wollen, das ist so klein, mikroskopisch klein. Im Film. Okay. Dann hat er nochmal einen tollen Menschen, der fliehen will über die Grenze, mhm. und der muss dann wählen, kann er ihm helfen oder kann er das nicht. Dann hat er einen Menschen, der umgekehrt ein Verräter ist, und dann muss er überlegen, schweren Herzens, was macht er mit dem, damit er dann nicht weiter plaudert. Aber eigentlich 99% des Films geht es um nacktes Überleben des Agenten. Okay. Alles andere ist egal. Und da konnten die Sowjetbürger natürlich total sich identifizieren mit diesem Mensch. Die fühlten sich auch wie die Agenten im eigenen Land. Und mein Vater war der stellvertretende Leiter der Abteilung Planwesen in einem Betrieb der Binnenschifffahrt. Mhm. Und er schaute natürlich diese Serie 17 Augenblicke im Frühling. Er sah die Uniformen nicht, diese ganzen Kreuze und SS-Zeichen. Er sah seine eigene Situation in seinem Betrieb. Er sagte, okay, der Chef der Parteizelle seines Betriebes ist 1:1 wie Bormann, absolut der gleiche Typ.
Der konnte im Gestapo-Chef Müller seinen Direktor, stellvertretenden Direktor des Betriebes wiedererkennen. Und die ganzen Intrigen, die ganzen Geschichten, die Sprache, die diese Menschen benutzt haben, das war total sowjetisch. Okay, ja, verstehe. Das ist das Grandiose dabei. Ah, okay, ja, jetzt verstehe ich das. Man muss einmal irgendwie in ein Nazi-Kostüm springen, um den Menschen ihr eigenes Unwohlsein im Grunde genommen erklären zu dürfen. Ich möchte nur als kleines Beispiel erzählen, wie tief diese Serie in das alltägliche Leben des Volkes durchgedrungen war. Ja. Am Ende jeder Serie musste dieser Stirlitz, der Spion, musste ein bisschen auf Russisch laut nachdenken. Das war so, wie soll ich sagen, also er war quasi die ganze, das war der Augenblick der Einsamkeit, an dem er selbst endlich sein durfte. Nachdem er die ganze Zeit im Film mit den anderen lauten Nazis zu tun hatte, am Ende des Films, am Ende jeder Serie, verschanzte er sich in seinem Büro, schickte seine Sekretärin nach Hause, die ihm normalerweise Kaffee brachte. Er sagte dann zu ihr: Sie können jetzt gehen, Barbara. Und dann setzte er sich vom Tisch und dachte auf Russisch laut nach über sein Leben. Und dieser Satz: Sie können jetzt gehen, Barbara, ist total, das war einer der wenigen Sätze auf Deutsch, die dann in diesem Film klangen eigentlich, um diesen Unterschied zu zeigen. Ja, ja, ja. Und dieser Satz, der ist total, zum Beispiel bei mir, in meiner Familie, wenn mein Vater an einem freien Tag, an einem Samstag in der Küche saß und meine Mutter zu ihm meinte: Wie, jetzt ist noch halb drei und du machst schon die zweite Flasche Wein auf, dann sagte er: Sie können jetzt gehen, Barbara. Als eine Geste der Befreiung. Also dieser Film hat einfach die damalige Situation des Landes, politische, wirtschaftliche, private Situation sehr gut wieder gespiegelt. Was konnte man sehen in diesem Film? Also wir sind im Krieg, wir waren im Krieg. Ja. Es flogen keine Bomben, keine Kugeln, Kanonen, man hörte keine Kanonen, es war ein kalter Krieg. Und in diesem Film, wo auch die ganzen Nazis von einem Büro zum anderen Kabinett hin und her gelaufen sind, hörte man auch keine Kanonen, logischerweise. Also es war ein stiller Krieg. Wir leben in einem Staat mit einem proklamierten Ziel, das total nebelig ist. Genau wie dieser Krieg, von dem man nie weiß, wie wirklich er ist und wie er zu Ende gehen soll. So war das auch mit dem proklamierten Ziel unseres Staates. Was machen wir hier? Wir bauen Kommunismus auf. Machen wir das wirklich? Nein, natürlich nicht. Wir machen es nur formal. Aber was machen wir nun wirklich? Was ist real in dieser Welt? Was ist wirklich wichtig für mich persönlich? Und wirklich wichtig war das Überleben. Das, was auch Stirlitz als Spion, als Superagent eben gemacht hat, das Überleben und möglichst auch das Leben deiner Gleichgesinnten und deine Angehörigen sichern. Jetzt sagten Sie ja eben, die Gesellschaft hat sich darin gespiegelt, hat ihre eigene Situation in der Sowjetunion damit auch begriffen oder auch vor Augen bekommen. Hat denn die Regierung, der Staat sozusagen, hat der das denn verstanden, dass das auch ein Spiegelbild ist der Gesellschaft? Nein.
Also ich bin mir absolut sicher, dass Putin auch mit diesem Film aufgewachsen ist. Ja. Der bemüht sich total, natürlich wie auch heute, selbst in seiner Position als Präsident benimmt er sich wie ein, naja, wie ein Spion, wie ein Agent in einem, auf einem fremden, in einer fremden Umgebung. Ja. Nichts ist so, wie es scheint. Alle Menschen tun das eine und denken das andere und reden dabei das Dritte. Das waren alles Botschaften dieses Films und gleichzeitig auch Realien des Lebens in der Naja, Sowjetunion. okay. Also Das eigentlich. war ein absolut kostümiertes Land. Das war wie so ein Kölner Karneval, nur das ganze Jahr über. Also im Grunde, jeder hat es verstanden, egal ob Regierung oder Ja, Volk. genau. Und Jeder hat es alle Menschen verstanden, aber waren nicht trotzdem hat keiner das. darüber geredet, ja? Ja, alle Menschen waren nicht das, was sie vorgaben zu sein. Ja, also alle die Kommunisten in der Partei waren keine Kommunisten, waren normalerweise Antikommunisten, weil man ging in die Partei, um Geschäfte, kapitalistische Geschäfte machen zu dürfen. Das war alles auf den Kopf gestellt. Und so Ja. kam dieser Nazi-Film eigentlich total wie ein wahre sozialistische Kultfilm rüber. Wie ist das denn heute mit dem Film? Wie wird der denn heute wahrgenommen? Weil ich habe gelesen, dass der immer noch am 9. Mai, am Tag des Sieges, gezeigt wird. Ist der heute immer noch sehr populär? Also diese Serie, ist das noch populär? Die Serie ist dermaßen populär, dass die Russen, ich glaube, vor einem Jahr Ja. haben sie Erstaunliches gemacht. Sie haben diesen schwarz-weißen Film gefärbt. Farbfilm draus gemacht, ja. Ja, also jedes Bild einzeln in Farbe gesetzt. Also jetzt haben wir, und jetzt sind diese Nazis noch ähnlicher geworden zu den Kommunisten wie früher. Weil wir natürlich auch diese rot-weiße Zusammenhänge dann überall hatten. Ich habe gelesen, dass es auch im Grunde wie so eine Diskrepanz gibt, also dass es auch Leute gibt, die das nicht so gut finden, also dass es so ein bisschen die Gesellschaft spaltet, diese Serie. Stimmt das denn? Ich habe das ja nur in den deutschen Medien, Printmedien gelesen. Stimmt das? Also ich kenne eigentlich, also dass jemand diese Serie nicht mag. Ja, im Grunde. Nee, können Sie nicht sagen, ja? Na gut. Nein, also es gibt natürlich, also etwas jüngere Leute, die lachen natürlich darüber, weil sie ja sowieso diese ganze Vergangenheit ihres Landes total skurril und kurios finden. Sie haben auch recht, das ist eine sehr skurrile und kuriose Geschichte, wie es zu einer solchen Spaltung überhaupt kommen konnte. Aber der Film, also ich weiß, dass dieser Film als Vorlage für unzählige Kunstprojekte auch benutzt wurde. Oder für irgendwelche Witze. Ah, es gibt jede Menge, man kann ein dickes Buch herausgeben mit Anekdoten und Witzen über Stirlitz. Ja, Das das habe ich gibt es gelesen. auch. Stirlitz-Witze, ja, so in der, die einfach so Ja, erzählt werden, alltäglich. ja. Und eigentlich, und sein, sein, und dieser Schauspieler, der ihn spielte, Tichonow, seine Hauptgabe ist, es gibt bei Hollywood-Schauspielern oft solche Typen, manchmal sind das sogar Frauen, die eigentlich nur ganz wenig Text haben, die am besten eigentlich nur sitzen und gucken. Wissen Ja, Sie? Also, und dann manchmal natürlich. denkt, oh, was für ein toller Schauspieler. Aber Ja, dann fängt er an, irgendwas zu sagen, denkst du, um Gottes Willen. Und bei diesem Stirlitz, das war die Hauptgeste von ihm, war schweigsam rauchen. Er zündete sich, der hatte immer von wem? Von Kaltenbrunner, glaube ich, amerikanische Zigaretten bekommen, so Camel. Und die mochte er sehr. Und dann hat er immer in jeder Serie eine Zigarette angezündet und schweigsam in großem Format, also direkt mit Gesicht in die Kamera, genüsslich ausgeraucht. Damals hat man ja ganz anders die Filme gemacht. Man hatte Zeit. Ja, Das stimmt, ja.
niemandem eingefallen, dass es irgendwie keine Action gerade war. Und dieses Gesicht, in seine Augen, man konnte, das ist ein Mann, der alles versteht, alles weiß, nichts kann und auch nichts richtig will. Okay. Der will, im Grunde genommen war die Hauptgeste dieses Offiziers von Stirlitz, seine Hauptbotschaft, die Botschaft an alle Mächte der Welt. Leck mich am Arsch. Okay. Und das ist total gut angekommen bei dem sowjetischen Volk. Ich glaube schon, dass der ein sehr, sehr beliebter Film war und ist. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich muss wirklich zugeben, es ist auch das erste Mal, dass ich das davon gehört habe. Ich habe davon vorher nicht gehört. Ich weiß gar nicht, wie das generell im Westen ist. Liegt das nur an mir? Also an, dass ich das einfach nicht weiß, weil ich nicht gebildet genug bin? Oder ist das hier nicht so angekommen? Weil es gibt das ja auch nicht in richtig deutscher Fassung, glaube ich, gell? Also in der ehemaligen DDR ist der gezeigt worden, aber ich glaube, in Westdeutschland wurde das noch nie gezeigt. Ich glaube, dass das ziemlich unmöglich ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man diesen Film übersetzen kann, gerade jetzt für deutsches Publikum. Weil hier Okay. in Deutschland ist die Geschichte des Nationalsozialismus eine ganz andere. Das ist eine historische Schande. Das ist das, was die Menschen sehr berührt. Und in Russland, also in der Sowjetunion, als Siegerland, wurde diese Geschichte in dem Film nämlich benutzt, um zu zeigen, das Scheitern eines großen Betriebes. Also eigentlich war alles durchdacht. Es gab eine klare Antwort auf jede Frage. Und trotzdem ging es daneben. Im Grunde genommen war dieser Film die Vorbereitung auf das Ende der Sowjetunion. Also nicht umsonst waren das ja 12 Serien und es waren ja 12 Jahre des Nationalsozialismus. Also dieses tausendjährige Reich hat gerade mal 12 Jahre gebraucht, zugrunde zu gehen. Die Geschichte der Sowjetunion, das waren die 70 Jahre, die ist etwas länger. Aber an ihrer eigenen Überheblichkeit gescheitert. Wie jede Diktatur, die glaubt, auf jede Frage eine Antwort zu haben, für jede Situation ein Protokoll. Und wir sehen, das funktioniert nicht. Insgesamt ist ja trotzdem, finde ich, der russische Film oder überhaupt, also das ist, kann man nicht so mit westlichem Film vergleichen. Es ist eine ganz andere Bildersprache, oder? Also es ist poetischer teilweise, doppeldeutiger auch, finde ich. Es gibt ja Tarkowski, ja, Tarkowski, der ja irgendwie, habe ich ja, also habe ich gelesen, dass im Grunde mit seiner, als er weggegangen ist, als er emigriert hat dann, ja, ich glaube, er, nach Italien ist er, glaube ich, gegangen. Dann ist auch damit der sowjetische Film damals ein bisschen, also es wurde nicht mehr so viel produziert und ist ja, hatte eine große Pause sozusagen eingelegt, überhaupt der russische Film, und ist erst wieder Anfang des neuen Jahrtausends, also Anfang 2000, 2003, fing das erst wieder an. Es sind ganz viele Kinobetriebe sind pleite gegangen und es wurden kaum noch Filme gemacht. Also das, was mich heute zum Beispiel an diesen alten sowjetischen Kinos so nervt, dass es eigentlich nicht zum Zug kommt, dass es viel zu langsam ist. Sie haben mit den Mitteln des Films gemalt. Ja, genau. Ja, es ist eher wie Tarkowski Kunst. war, das war kein intellektueller Filmemacher. Das war ein Künstler. Oh, und dann, nein, gefällt mir nicht, dann drehen wir das nochmal irgendwie anders. Okay, ja. Okay.
Ja, klar, also irgendwie, aber ich meine, ich frage mich ja, wo es herkommt, ob das was wirklich mit der russischen Geschichte, mit der Kultur, mit der Erziehung, mit was das was zu tun hat, dass die Bildersprache im russischen Film anders ist. Also wenn, nehmen wir mal jetzt mal rein theoretisch den asiatischen Film, ja, den japanischen Film. Jetzt ich als Europäer, sage ich mal, kann jetzt nicht sagen, dass die Asiaten mir näher sind als die Russen, ja. Aber wieso ist der, spricht mich, sagen wir mal, der japanische Film mehr an? Warum ist der japanische Film in manchen Kriterien westlicher orientiert, also erzählerischer, als zum Beispiel der russische Film? Haben Sie da eine Idee oder gibt es da einen Grund, warum diese Poesie oder dieses Malen, wie Sie sagen, im russischen Film, woher das kommt? Na, manchmal reichen einfach unsere Kenntnisse nicht, um eine Gesellschaft zu verstehen. Zum Ja. Beispiel Japan war sehr lang eine geschlossene Gesellschaft, Ja. wo eigentlich niemand wusste, was da drin ist. Ja. Japan war meine Hoffnung, muss ich ehrlich sagen, weil ich mindestens das, ja, eben als Vermutung hatte, möglicherweise ist in dieser geschlossenen Gesellschaft irgendetwas anders Ja. entstanden, was nicht unseren verhassten Kapitalismus und nicht unseren hier schon im Hals steckenden Sozialismus ähnelt, sondern irgendwas Neues. Und dann war Japan auf einmal wieder da, offen für die ganze Welt. Alle haben da reingeschaut. Und was haben sie da gefunden? Entschuldigung, Ikebana. Paar Steine im Garten. Nicht Sushi. Genau. Und außer Sushi nichts Gescheites, muss man ehrlich sagen. Also der gleiche kapitalistische Scheiß mit fernöstlichen Kulturelementen. Also das ist also, und Russland als osteuropäisches Nachbar, ja, Deutschlands zum Beispiel, ja, eigentlich sehr nah und gleichzeitig so unsäglich fern, Ja. weil jedes Gegenstand, also jedes Ding eine ganz andere Bedeutung dort hat. Das ist wie eine verkehrte Welt. Eigentlich ist Russland sowas wie ein europäisches Australien, also ein Ort, wo alle Menschen mit dem Kopf nach unten laufen. Wie ist das? Also ich würde Ja. diese Filme sehr gerne übersetzen. Also ich konnte mir vorstellen, wenn das Interesse besteht, man kann diese Filme in einer europäisch taugliche Sprache übersetzen. Schauen Sie denn generell gerne Filme? Also sind Sie Ja, ich jemand? habe mir gestern schon Borat 2 geguckt. Sehr gut. Und? Sehr hartes Brot, Ja. aber ich kann darüber lachen. Was ist denn so Ihr Geschmack? Was ist denn so Ihre Richtung? Na, ich mag pseudo-intellektuelle, pseudo-philosophische Filme, wo dann Ja. vorgegaukelt wird, jetzt kommt eine ganz große Weisheit zustande. So wie Bruder Kohn, wer macht so, Jarmusch macht solche Filme, also sind absolute Quatsch, der aber als große Weisheit dann verkauft wird. So was mag ich. Okay. So würden Sie das auch beschreiben, jetzt zum Beispiel so ein Film von Jim Jarmusch, würden Sie auch sagen, im Großen und Ganzen, er verpackt das alles sehr gut, aber eigentlich ist es auch teilweise großer Quatsch. Ja. Gibt es denn, wenn wir nochmal über 17 Augenblicke des Frühlings sprechen, gibt es denn ein, ja, sehr viele dieser Arten von Serien oder Filme in Russland, mit dem das vergleichbar ist? Also was Adäquates, wo sich auch das Volk sozusagen widerspiegelt. Gibt es mehrere dieser Sachen? Ja, ich würde sagen, drei. Drei Sachen. Und das sind immer Serien auch, die dann sozusagen wie ein Film darstellen? Naja, also die Ironie des Schicksals, das ist eine sehr wichtige Serie auch. Ich meine, das ist eine Serie. Ist sie älter oder neuer? Weil ich bin, da bin ich nicht bewandert. Ist Sehr alt. Die Ironie sehr des alt. Schicksals.
Das ist, also der Mensch, der gerade kurz vor einer Heirat steht, der geht mit seinen Freunden in die Sauna und einer von Freunden muss von Moskau nach St. Petersburg fliegen. Und sie verwechseln dabei, weil sie so viel getrunken haben, wie er eigentlich fliegen sollte. Und der fliegt statt seines Freundes nach St. Petersburg. Das war damals alles möglich noch. Und in St. Petersburg nimmt er ein Taxi und sagt seine Adresse und wird gefahren. Die Straßen hießen auch oft gleich und die Häuser sahen gleich aus und sogar die Schlüssel passten in die Schlösser. Und er kommt in eine fremde Wohnung, denkt, das ist seine eigene. Und da wohnt eine andere Frau. Und er verliebt sich in diese andere Frau. Sie hat aber auch einen Freund. Das ist so eine Liebeskomödie, ein Liebesdrama sowjetischer Art. Die Ironie des Schicksals. Das war sehr Neonino-Schicht. wichtig. Okay. Dann eben 17 Augenblicke. Aber bei 17 Augenblicke des Frühlings war schon das Wichtigste. Und welche, der dritte, na, die weiße Sonne der Wüste. Das war ein sehr wichtiger Film für die Russen, ja. Die weiße Sonne Ja. der Wüste. Und um was geht's da ganz grob? Was ist da der Inhalt? Ganz grob. Ein russischer Mann befreit die Frauen des unterdrückten Ostens in Asien. Er befreit ein Harem und weiß überhaupt nichts damit anzufangen. Und sie wollen, alle 40 Frauen wollen ihm hinterherlaufen und sagen, du bist unser neuer Besitzer. Und er aber sagt, nein, ich habe meine liebe Frau. Und die ist dann so eine Riesenfrau hat er bei sich auf dem Land da. Und sie kommt immer in seinem, im Traum und sagt ihm, pass auf. Wage es gar nicht, dieses Harem mitzubringen zu uns aufs Land. Dann mache ich dich platt. Und so läuft so ein Mann quasi zerquetscht zwischen vielen Frauen. Okay, gut, dann weiß ich Bescheid. Also das sind schon mal die drei wichtigsten. Ja. Okay, gut. Ich hätte ja ganz gerne noch mal so ein bisschen gewusst, wie Sie das russische Kino auch in der Gegenwart beschreiben würden, wie das heute aussieht. Das würde mich noch mal sehr stark interessieren. Na, heute ist das Filmgeschäft leider also auch zum politischen Geschäft geworden. Der Staat will nur, der russische Staat will nur Filme finanzieren, die diesen Staat stärken, die diesen Staat gutheißen, loben. Und der Kulturminister sprach auch eine offene, unmissverständliche Sprache. Er sagte, warum sollen wir unsere Kritiker finanziell unterstützen? Wir machen das nicht. Das ist natürlich eine ziemliche Katastrophe. War das früher nicht auch so? Also war das nicht auch so, dass solche, wie jetzt auch, dass solche Filme in der Sowjetunion sehr lange gebraucht haben, bis sie wie genehmigt worden sind? Habe ich gelesen, also dass Ja, man. Chris, natürlich war das so. Und die meisten Filme in der Sowjetunion sind auch auf den Regalen geblieben. Und von Parajanov zum Beispiel, die wurden nie gezeigt. Aber die Sowjetunion ist vor 30 Jahren von uns gegangen. Ja, Und na klar. Ja, na klar. danach hatte Russland eine richtig freie Zeit in den 90ern. Die ersten 10, 15 Jahre waren die Zeit der Freiheit. Auch unter Putin in seiner ersten Amtszeit sind die besten, die tollsten Filme entstanden. Da hat Balabanow gearbeitet. Also sehr unterschiedliche Regisseure haben sehr unterschiedliche Filme erschaffen. Und danach, Sie haben gefragt, wie das heute ist. Heute ist das leider sehr unfrei. Und die Filmemacher, naja, suchen jetzt nach entweder nach Möglichkeiten, sich privat zu finanzieren oder nach alternativen Drehmöglichkeiten, dass sie wirklich mit vorhandenem technischem Material
etwas schaffen können, was wie ein Film aussieht. Normalerweise würde ich jetzt meinen Zuschauern empfehlen, sich diese Serie anzugucken. Es ist aber nicht so einfach. Die Serie gibt es auf YouTube, 17 Augenblicke des Frühlings. Und ich will mal sagen, ist das richtig, wenn ich sage, die kann man eigentlich auch jemandem nur empfehlen, wenn er sich wirklich mit der russischen Geschichte oder mit der Sowjetunion ein bisschen auseinandergesetzt hat? Kann man das so sagen? Nein, das kann man auch Kann man. einfach so als ein hypnotisches Bild sehen. Ein hypnotisches Bild. Das ist mal was ganz, ganz anderes, würde ich sagen, für die Sehgewohnheit. Dann werden wir das tun. Herr Kamina, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Herr Kamina, machen Sie es gut. Vielen, vielen Dank. Ja, danke schön. Ja, alles Gute. Tschüss.